Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Endstand 2:3. Ich begrüße die beiden Trainer und Xabi Alonso, unser Gast aus Leverkusen, hat das erste Wort. Hallo, schönen Abend schon. Ja, wir sind natürlich zufrieden nach einer langen Pause. Wir haben viele gesprochen über das Spiel in Gladbach, wie wichtig es ist, gut anzufangen. Und ja, der Sieg ist sehr, sehr gut für uns. Die Leistung bis der 75 Minuten war sehr intens, war gut. Wir haben gut kontrolliert, wir haben gut gemacht, was wir hatten schon gesprochen, geplant. Und manchmal mit 3:0, man kann denken, dass es ist vorbei und wir haben den Sieg. Aber noch einmal, wir hatten bis der letzten Minute ein bisschen Risiko. Die erste Tor von Gladbach hat ein bisschen geändert, die Mentalität, weil vielleicht bis diese Tor, sie hatten nicht diese Belief, vielleicht. Aber am Ende, ja, zufrieden und jetzt weitermachen, viel denken über Bochum. Vielen Dank, Daniel Farke. Ja, zunächst natürlich erstmal Glückwunsch an Xabi und Bayer Leverkusen für einen Sieg. Wir sind natürlich enttäuscht, dass es uns nicht gelungen ist, hier im ersten Spiel nach der langen Pause direkt wichtige Punkte einzufahren. Wir haben heute, ich habe gerade auf die Statistik geguckt, jede Statistik gewonnen, haben Laufdistanz hingelegt, die gab es seit Jahren irgendwie nicht mehr, über 121 Kilometer, hatten mehr Ballbesitz, hatten mehr Torschüsse, haben die Zweikampfquote gewonnen, hatten mehr Standardsituationen, hatten mehr Schüsse aufs Tor. Ja, leider ist die einzige Statistik, die zählt im Fußball, die Tore, ja, und die haben heute mit 2:3 verloren. Ich glaube, insgesamt sind wir wirklich dominant gestartet in dieser Partie, haben das Spiel viele in Leverkusens Hälfte verlagert. Ich finde, es ist uns nicht ganz gelungen, irgendwie klare Torschancen und mehr aus unseren Situationen zu machen. Wir sind in gute Position gekommen. Denk so an Manu Kone in Schussposition, Lasso Plea in Schussposition, Kopfbälle von Jule Weigl, Nico Elvedi. Uns hat manchmal so der letzte und vorletzte Pass gefehlt, um dann mehr rauszumachen und auch in Führung zu gehen. Weil das natürlich gegen so eine konterstarke Mannschaft wie Leverkusen auch einfach zentral ist. Und ja, Leverkusen hat heute die Qualität dann einfach auch gezeigt, eine hohe Effizienz an Tag zu legen. Natürlich auch aus ein bisschen unnötigen Ballverlusten, die wir vom ersten und vom dritten Tor hatten. Ja, vom zweiten Tor sieht natürlich unser Innenverteidiger auch nicht gut aus, aber brauchen wir nicht zu lügen. Ja, aber gefühlt war es irgendwie auch ein schwieriges Spiel für uns, weil die ersten drei Schüsse irgendwie so aufs Tor. Wir waren irgendwie alle drei drin und dann spielst du gegen die konterstärkste Mannschaft der Bundesliga, eine der konterstärksten Mannschaften Europas mit hoher individueller Qualität, mit unfassbarem Tempo in der Offensive. Es ist dann nicht einfach, eine gute Balance hinzubekommen. Ich muss meiner Mannschaft da ein großes Kompliment machen für die Mentalität, weil oftmals kannst du dann in solchen Spielen richtig böse aussehen. Ich finde, wir haben einen guten Weg gefunden, uns Step by Step zurückzukämpfen. Ich finde schon, dass wir eigentlich dann in einem bisschen verrückten Spiel dann eben auch einen Ausgleich vielleicht noch verdient gehabt hätten in den letzten 3 Minuten, aber es ist eben nicht so gekommen. Von daher muss man dann, ja, Leverkusen zum Sieg gratulieren, müssen diese Niederlage akzeptieren. Ja, bedeutet natürlich, dass wir heute erstmal enttäuscht sind mit dieser Niederlage und jetzt geht es darum, eben auch schnell zu regenerieren, um Mittwoch dann wieder bereit zu sein. Ich kann meiner Mannschaft auf jeden Fall für das, was sie dann gerade in der zweiten Halbzeit, gerade nach dem Rückstand gezeigt hat, einfach nur ein großes Kompliment aussprechen und haben eine gute Mentalität gezeigt. Ja, leider nicht so diese Qualität dann im Verteidigen der 1:1-Situation vor den Toren, sodass wir dann heute in die Niederlage einwilligen müssen. Dankeschön. Danke an die Trainer. Ich sehe, es gibt Fragen. Die erste, Christian Hornung für die Bild-Zeitung. Ja, Sie haben die fehlende Torgefahr angesprochen. Lars Stindl konnte zeigen, dass er einer der wenigen torgefährlichen Spieler dieser Mannschaft ist. Warum hat er so einen schweren Stand, was die Startelf anbelangt? Und wie bitter ist es, dass er jetzt mit der 5. gelben Karte schon wieder ausfällt?
Ja, es ist bitter, dass er ausfällt. Lars hat überhaupt keinen schweren Stand, schon ein paar Wochen ausgefallen. Er weiß, mein Kapitän, setze total auf ihn, kommt mir wieder in jedem Spiel zum Einsatz, aber leider ist doch nicht mehr der Lars Stindl mit 28, sondern ist jetzt Mitte 30, sodass es schwierig ist, auf dem Niveau in jeder Sekunde drin zu haben. Wir gehen jetzt auch in eine Woche, wo wir drei Spiele innerhalb von 6 Tagen haben. Dann überlegst du auch immer ein bisschen, okay, er kommt aus einer Vorbereitung, wo er 2,5 Wochen mit schweren Infektionen ausgefallen ist. Und wann kann er effektiver sein? Vielleicht, wenn das zu Anfang irgendwie gegen eine starke Leverkusener Mannschaft, dass auch gegen den Ball da viel zu arbeiten ist, oder eher, wenn du in der Gegner ein bisschen müde wird und der dann seine hohe Abschlussqualität und seine Qualität im letzten Drittel dann zum Ausdruck bringen kann. Das ist ihm heute sehr, sehr gut gelungen, und von daher weiß Lars auch, dass er mein großes Vertrauen hat. Natürlich schade, dass er jetzt irgendwie in der letzten Szene, war es glaube ich, noch eine gelbe Karte eingehandelt hatte, weil er natürlich irgendwie auch in meinen Gedanken dann auch fürs Augsburg-Spiel, aber es ist so, wie es ist. Lars ist ein brutal wichtiger Spieler für uns und wird das auch immer sein. Bernd Schneiders für die Aachener Zeitung. Daniel, die Leverkusener haben es geschafft, euch beim Spielaufbau immer wieder zu stören, mit kleinen Fouls festzuhalten, das, was man eigentlich als clever bezeichnet. Bei euch sah das umgekehrt ein bisschen anders aus. Fehlt euch da sowas wie Cleverness, dass ihr einfach Leute auch so durchbrechen lässt, vorne vor den Toren, aber auch generell im Spielaufbau, dass ihr da nicht auch mal ein bisschen nickliger seid, ein bisschen mit Verstand fault? Also, dass Leverkusen erstmal eine sehr, sehr gute Mannschaft ist und sich clever auch verhält. Ja, dafür steht ja mein Trainerkollege, einfach auch mit einer unfassbaren Erfahrung. Leverkusen mit einem super zusammengestellten Kader und hoher Qualität. Das ist ja eine Mannschaft, die von ihrem Anspruch auch ganz oben in dieser Bundesliga-Tabelle mitspielen will. Also der wartet ja auch schon, dass sie wirklich das ganze Repertoire beherrscht. Und von daher war das für mich keine Überraschung. Ich finde jetzt trotzdem nicht, dass den Unterschied heute die Cleverness in den Fouls in der Spieleröffnung ausgemacht hat. Also wir haben heute 3 Gegentore kassiert. Ja, beim zweiten Gegentor sieht mein Innenverteidiger nicht gut aus, als eine Kontersituation zu verteidigen ist. Und das erste und dritte Tor haben wir kassiert nach ein bisschen unnötigen Ballverlusten weit in der gegnerischen Hälfte der Leverkusener, jeweils am Strafraum oder im Strafraum. Trotzdem finde ich, dass wir die Konteraktionen dann nicht durch eine schlechte Restverteidigung hergegeben haben, sondern waren jeweils dann irgendwie in den Situationen auch in Überzahl dann in den Konteraktionen zu verteidigen. Also wir haben alles investiert, auch zurückzukommen, waren in Überzahl jeweils beim ersten, beim dritten Tor, haben beim ersten Tor zum Beispiel auch den Ball gewonnen, waren aber nicht scharf genug auf den zweiten Ball. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr Schärfe dann gewünscht in der eigenen Box, um die eigene Box. Und ja, das Gleiche auch beim dritten Gegentor. Es ist ja schwierig, dieses Tempo von Leverkusen auch zu verteidigen. Die Jungs haben alles da investiert, um dann auch zurückzukommen. Waren eigentlich in einer guten Position im Zweikampf beim dritten Gegentor, auch in dreifacher Überzahl. Aber ja, haben dann einfach das Duell verloren. Und beim dritten Tor war es so ein Doppelpassverhalten, wo wir nicht konsequent mit Amiri, was glaube ich im Mann dann gespielt haben. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Schärfe da in den Zweikämpfen gewünscht, aber nicht irgendwie so mehr Nicklichkeit im Spielaufbau des Leverkusen im Spielaufbau zu stören. Ich glaube, das war heute nicht das Thema, was spielentscheidend war. Carsten Kellermann, Rheinische Post. Herr Farke, vielleicht noch ein Wort zu Ihrem Torwart Jonas Omlin. Für ihn, glaube ich, ein sehr unglücklicher Abend, Debütabend in der Bundesliga, und hat gleich, glaube ich, die ganze Härte der Bundesliga nach zu spüren bekommen mit diesem Ergebnis. Ja, schwieriges Spiel für den Jungen. Es ist ja nicht einfach, dann 3 Tage vorm Bundesliga-Start irgendwie reinzukommen und kein Testspiel mit der Mannschaft gehabt zu haben. Sicherlich keine ideale Situation. Ist schwer auch, ihn zu bewerten heute, weil, wenn ich ehrlich bin, ja, die ersten 3 Torschüsse von Leverkusen waren mehr oder weniger im Tor. Also ein Schuss war, glaube ich, noch, der relativ mittig war, den er natürlich dann irgendwie abgefangen hat. Hat ja nur gute Qualität, aber ich kann mich jetzt kaum an Situationen erinnern, wo er sich auszeichnen konnte, wie einen Ball aus dem Winkel fischen oder irgendwie sowas an den Toren war auch wenig zu machen, war natürlich unglücklich für ihn. Hat mir natürlich schon gewünscht, dass er dann irgendwie vielleicht mit den Jungs auch einen späten Ausgleich hätte feiern können, weil in den letzten Szenen sogar auch mit dem gegnerischen Strafraum, und manchmal haben wir extra mit vorgeschickt, weil manchmal schreibt der Fußball ja irgendwie auch solche Geschichten. Es war ihm leider nicht vergönnt, aber Jonas ist ein guter Junge, ist auch total okay, dass er heute traurig, enttäuscht ist irgendwie so, und ja, fühle ein bisschen für ihn, dass sein erstes Bundesliga-Heimspiel hier im Borussia Park nicht
in Punkte umnutzen könnte, aber wird eine gute Zukunft bei uns haben. Und ja, heute auf ein Tor stehen, ab morgen geht es dann wieder Richtung Augsburg. Der Kollege hinten links. Ja, hallo, ich habe eine Frage an Herrn Alonso. Herr Alonso, was haben Sie Ihrer Mannschaft denn nach dem Spiel gesagt? Denn ich kann mir vorstellen, das ist ja auch so ein Lerneffekt, so ein Spiel, dass das möglicherweise noch, wenn es 3-4 Minuten länger geht, noch 3-3 ausgeht. Ja, natürlich, weil in diesem Moment die Mentalität von beiden Mannschaften war, sie waren to looking forward and we were like struggling. So yeah, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir konnten die dritte Tor bekommen. Aber das ist ein wichtiger Unterricht für uns, dass wie können wir kämpfen, und wenn wir es nicht genug Intensität, genug kompakt eine Bundesliga-Mannschaft können, kann Probleme machen. Und die letzten Minuten waren so. Thomas Gohlke für die Rheinische Post hier vorne. Herr Farke, Sie haben Nathan Gumu häufig gelobt jetzt in der Vorbereitung. Er musste jetzt Markus Thuram in der Sturmmitte ersetzen. Wie hat er Ihnen gefallen und was hat letztlich den Ausschlag für Stefan Leiner gegeben jetzt auf der Rechtsverteidigerposition? Naja, es war kein einfaches Spiel für Nathan. Ist ja jetzt irgendwie auch nicht gewohnt, irgendwie groß in einer Stürmerposition zu spielen. Aber ja, wir haben eben, unser Kader gibt so einen gelernten zentralen Stürmer her, wobei gelernt, Markus Thuram seit dieser Saison irgendwie gelernt. Also mussten wir kreative Lösungen finden. Und wir hatten das Gefühl, dass Nathan es in der Vorbereitung sehr gut auch auf dieser Position gemacht hat, mit natürlich guten, tiefen Laufwegen und viel Tempo, der er ins Spiel bringt. Das ist natürlich nicht einfach, weil die Leverkusener Dreierkette dann auch mit sehr viel Tempo irgendwie gesegnet war und ja, das Spiel dann natürlich auch sehr tief stand, gerade auch nach der Führung sehr tief stand, und da war es dann nicht einfach für Nathan, dann seine größte Stärke, sein Tempo hinter die Kette irgendwie so ins Spiel zu bringen, und deswegen haben wir dann auch ein Stück weit gewechselt. Das war nicht einfach für den Jungen, aber er hat alles gegeben und er bewährt ihn jetzt auch nicht nach einer, ja, vielleicht nicht so spektakulären ersten Halbzeit, dass er diese Rolle nicht spielen kann. Ganz im Gegenteil, ich glaube, mit seinem Tempo kann er in vielen Spielen dann diese Rolle auch gut ausfüllen. Heute war es, glaube ich, ja, aufgrund des Spielverlaufs, dass wir früh in Rückstand oder relativ früh in Rückstand waren und Leverkusen wirklich tief gestanden hat, nicht ganz so einfach seine Stärken einzubringen. Zweite Frage war noch Stevie Leiner. Ja, hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung einfach hingelegt. Stevie ist ein erfahrener Spieler, hat ja keine einfache Hinrunde gehabt mit vielen kleinen Verletzungen, mit Infekten, mit Entzündungen, konnte man irgendwie kaum mal 2 Wochen am Stück wirklich komplett trainieren, und hat das in der Vorbereitung sehr, sehr gut gemacht. Hat so das Gefühl, dass er Momentum hatte irgendwie so auch, und deswegen haben wir uns für ihn entschieden auf der Rechtsverteidigerposition. Stevie ist ein Spieler, der auch mein Vertrauen hat und hier für Borussia schon tolle Spiele abgeliefert hat und wird das auch in der Rückrunde zeigen, davon bin ich überzeugt. Bernd Schneiders für die Aachener Zeitung. Eigentlich wollte ich das mit Stevie Leiner auch fragen, aber ich habe natürlich auch eine andere Frage parat. Es hat sich jetzt eigentlich gezeigt, und das ist natürlich nicht neu, dass in dem Moment, wo Thuram ausfällt, ihr ein Problem habt in der zentralen Position im offensiven Bereich. Nimmst du das für den Rest der Saison so hin? Sagst du, wir haben eben diese falschen 9 noch zum Teil, die wir da einsetzen können, mit Stindl, den ihr jetzt nicht einsetzen könnt? Und wie ist in dem Zusammenhang deine Entscheidung einzuordnen, dass ihr den Mittelstürmer der U23, der ja auch mit euch trainiert hat, heute nicht im Kader hattest? Also wenn ich jetzt vor einer Woche gefragt werden würde, auf welche Spieler ich in meinem Kader auf gar keinen Fall verzichten will im Spiel gegen Leverkusen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, Jan Sommer, Torhüterposition, Markus Thuram, weil das irgendwie schon zentrale Positionen sind. Der aktuell beste Torhüter nach dem Ausfall von Manuel Neuer in der Bundesliga und der beste Torjäger der Bundesliga. Markus hat ja seine Tore auch irgendwie komplett ohne Elfmeter erzielt. Ich glaube, jede Mannschaft der Welt, selbst die besten Mannschaften, tun sich dann natürlich auch schwer irgendwie so. Jonas wird das gut machen in Zukunft, aber ohne Testspiel war es für ihn heute nicht einfach. Und dass uns Markus natürlich mit seiner Qualität einfach vorne fehlt,
ist ja kein Geheimnis, aber es bringt ja nichts, um in Tränen auszubrechen. Ich als Trainer, für mich ist das kein Wunschkonzert, für mich geht es darum, mit Realitäten einfach umzugehen. Und wir wissen schon, dass wir andere Situationen haben als wirtschaftliche Situationen haben als viele Top-Vereine auf diesem Level. Und da ist es eben nicht so einfach, mal zum Beispiel auch einen zentralen Stürmer zu verpflichten, wo du sagst, okay, der bringt dich dann dramatisch weiter. Wir haben den Semir, unseren U23-Stürmer, jetzt mit ins Training genommen in der Vorbereitung, hat das auch ganz ordentlich dort gemacht. Aber der Junge hat vor 6 Monaten beim FSV Illertissen gespielt, ist 22 Jahre alt und ist jetzt nicht so, dass wir da denken, dass er jetzt irgendwie so mal eben Bayer Leverkusen irgendwie für die Champions-League-Plätze in Frankfurt mal eben im Grunde Boden schießt. Also ich habe da schon ein bisschen mehr Fantasie heute dann noch gehabt bei Lars Stindl, und der es einfach auch gut gemacht hat mit seiner Abschlussqualität, auch kein gelernter Stürmer ist, aber diese Rolle spielen kann, oder Nathan Gumu, der es in der Vorbereitung auch gut gemacht hat, und haben dann nachher noch mit Lasso Player irgendwie auch kein gelernter Stürmer gespielt, haben viel versucht schon heute, muss man sagen, aber ich wollte einfach auch so diese Alternativen wie Lars Stindl zum Beispiel auch auf der Bank haben, Patrick Herrmann, Hannes Wolf, und dann kannst du halt nicht irgendwie unbegrenzt Spieler mit auf die Bank nehmen, und deswegen hat das den Ausschlag gegeben, heute im ersten Spiel den Semir nicht mit dazu zu nehmen, weil der Schritt schon weit für ihn ist, das muss man sagen, innerhalb von 6 Monaten vom FSV Illertissen irgendwie nie auch im NLZ irgendwie aufgetaucht, und dann soll er für uns jetzt irgendwie in der Bundesliga irgendwie die Spiele rocken, das ist nicht so einfach. Trotzdem hat er alle Fähigkeiten, alle Möglichkeiten, sich in der Rückrunde auch in unsere Bücher zu spielen, und kann auch sein, dass er in der Bundesliga dann wieder auftaucht. Trotzdem, wenn ich ehrlich bin, hoffe ich auch ein bisschen drauf, dass Markus Thuram so schön wie möglich auch wieder fit ist. Carsten Kellermann. Herr Farke, Sie konnten wieder Florian Neuhaus ins Spiel bringen. Können Sie auch kurz erklären, war er noch nicht bereit für die Startelf? Sie haben sich wieder für einen defensiven Mittelfeldspieler mit wenig Torrang, Christoph Kramer, auf der 10 entschieden. Wäre Florian Neuhaus da eventuell schon eine Alternative gewesen, oder ist er nach seiner Verletzung noch nicht so weit? Also das war heute für das Spiel wirklich kein Thema, weil Flo ist 4,5 Monate nach dem Kreuzbandriss, sowieso schon bemerkenswert, dass er überhaupt wieder im Training ist, zur Verfügung steht. Und man sagt ja oft, dass ein Spieler, der eine gewisse Zeit raus war, genauso lange braucht, um in Topform zu kommen. Das wird bei Flo schneller gehen, aber heute für die Startelf war das noch kein Thema. Insbesondere da mit Nathan Gumu dann irgendwie auch ein Spieler dann noch so ein bisschen aus seiner Position gespielt hat und einfach auch ein bisschen Führung brauchte. Und wir haben mit Chris Kramer, der natürlich auch kein natürlicher Zehner ist, ist ja auch keine Frage, aber wenn ich so auf unsere Spiele gucke mit Chris Kramer in dieser Position, da haben wir hier bei Leipzig mal eben 4 Tore eingeschenkt, haben 3 Tore eingeschenkt, aus dem Stadion geschossen, zuletzt im letzten Spiel gegen Borussia Dortmund 4 Tore erzielt, hätten 7 oder 8 Tore erzielen können. Chris ist jetzt vielleicht nicht der Spieler, der mit außergewöhnlicher Anzahl an Toren und Assists irgendwie glänzt, aber unser Anlaufen organisiert, viele zweitletzte Bälle spielt, ist ihm heute nicht so ganz gelungen, aber lachen so ein bisschen unserem Setup, und von daher war Flo in dieser offensiven Rolle, in die er auch noch ein bisschen reinwachsen muss, weil er natürlich auch eher ein bisschen aus einer defensiven Rolle kommt, heute noch nicht so drin in meinen Gedanken, aber wird das relativ zeitnah dann auch schon werden, und jede Trainingseinheit, jede Woche, jede Spielminute tut ihm gut, und bin danach in ein bisschen defensivere Rolle gebracht, war da auch sehr, sehr ballsicher. Es ist wichtig für ihn, dann wieder reinzukommen. Aber bis er dann wirklich so im Pulk, wo es auch darum geht, ganz handlungsschnell irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen, da dann auch wieder für uns dann irgendwie spielentscheidende Sachen machen kann, wird es noch dauern, zumindest über 90 Minuten. Das steht fest, muss er ein bisschen Geduld mitbringen. Aber Flo ist ein Spieler, den ich total schätze, der vor seiner Verletzung ja irgendwie jede Spielsekunde gespielt hat und wird auch viele, viele Einsätze auch in der Rückrunde bekommen, das steht fest. Der Kollege dort hinten. Herr Alonso, Florian Wirtz hat heute in der Startelf gefehlt wegen der Erkältung, wie Sie gesagt haben. Hat dann 20 Minuten gespielt. Erste Frage wäre, wie Sie ihn gesehen haben nach seiner Einwechslung, und wäre er für Bochum jetzt am Mittwoch schon wieder bereit für die Startelf? Glauben Sie das? Ja, glaube ich es, weil heute die letzten 2 Tage war krank. Er hat keine Training gemacht mit der Mannschaft, und heute war nicht perfekt. Deshalb haben wir ihn nicht von Anfang an gestartet. Aber ja, glaube ich, er ist dabei für Mittwoch, und wir brauchen ihn. Bernd Schneiders.
Apropos, wir brauchen ihn. Wie sieht es denn mit Thuram und seinen Chancen für Mittwoch aus? Ja, schwer zu sagen. 50-50 würde ich sagen. Ja, müssen wir abwarten, wie sich jetzt die nächsten 48 Stunden entwickeln. Thank you.